Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir mal über den Hall 2 Rollschleifer. Das ist ja so ein Produkt im Internet, da streiten sich die Geister drüber. Es gibt jede Menge Meinungen dazu, von positiv bis negativ. Der eine kommt super damit klar, ist super zufrieden und der andere ist nicht damit zufrieden. Also man findet da jede Menge Kommentare und Meinungen zu dem Hall 2 im Internet. Und ich kann auf jeden Fall beide Meinungen verstehen. Ich habe beide Erfahrungen mit dem Hall 2 gemacht, also die negativen und die positiven. Und da sprechen wir jetzt im Video drüber. Ganz wichtig, schaut euch am Ende das Fazit an. Da gehen wir noch mal ein bisschen in die Details, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Der Hall 2 ist ein sogenannter Rollschleifer, bei dem eine Schleifscheibe entlang einer Messerschneide zum Schleifen vor und zurück bewegt wird. Klingt im Vergleich zu anderen Schleifarten relativ simpel und das ist es auch eigentlich. Wenn man ein paar wichtige Dinge beachtet, dazu aber gleich mehr. Der Hall 2 ist ein Produkt made in Germany direkt aus dem Schwarzwald. Das fällt auch direkt bei der Verarbeitung auf, alles äußerst präzise verarbeitet, Massivholz, hier in meinem Fall aus Nussbaum und alles ist sehr stimmig im Design. Mit der Diamantschleifscheibe wird geschliffen und mit der Keramikabziehscheibe abgezogen bzw. verfeinert. Ich empfehle jedem Hall 2 Nutzer außerdem, ein Abziehleder in den Schleifprozess mit einzubinden und ich finde es schade, dass er nicht mitgeliefert wird. Ein alter Ledergürtel tut's zur Not jedenfalls auch. Beide Scheiben sind abnehmbar und können ausgetauscht werden. Laut Hall muss die Diamantscheibe bei sachgemäßer Anwendung nicht ausgetauscht werden. Verwendet werden hier Industriediamanten, die mittels galvanischem Verfahren zu 55% in einem Nickelbett fixiert sind. Die Keramikabziehscheibe besitzt außerdem integrierte Rillen für eine glatte Messerschneide und sie befreien diese auch vor Schleifstaub. Ich empfehle dennoch, das Messer während des kompletten Schleifprozesses hier und da mit einem Tuch abzuwischen, da jegliche Art von Schleifstaub das Schärfeergebnis beeinträchtigen kann. Den Diamantschleifer könnt ihr bei Bedarf auch sehr gut mit einem Radiergummi reinigen und die Keramikabziehscheibe mit etwas Seife und warmem Wasser. Ausgeliefert wird der Hall 2 mit einer hochwertigen Schleiflehre, die zwei Schleifwinkel besitzt, einmal 15 Grad und einmal 20 Grad. Der Großteil meiner Küchen- und Outdoor-Messer ist für einen 20 Grad Schleifwinkel geeignet, da 15 Grad wirklich nur für sehr filigrane Messer aus Damast oder hochwertigem Kohlenstoffstahl geeignet sind. Die Schleiflehre besitzt einen relativ starken Neodym-Magneten, der in Kombination mit dem sogenannten S-Pad aus Gummi eine sichere Fixierung für die gängigsten Messer gewährleistet. Hier sage ich bewusst für die gängigsten, da das Schleifen von Messern mit untypischen Klingenformen, Anschliffen und Größen schon etwas anspruchsvoller wird und man sich hier und da ein angepasstes Schleifgestell zurechtlegen muss. Nichtsdestotrotz konnte ich sogar mein sehr kleines Laguiole, meine Leatherman-Klinge und sogar dieses feine kleine Messer in jeweils 15 bis 25 Minuten scharf schleifen. Dazu später mehr im Fazit. Kommen wir zum Schleifprozess. Zuerst markieren wir die Schneide beidseitig mit einem Filzstift oder wie in meinem Fall einem UV-Edding, der unter UV-Licht ordentlich leuchtet. So kann man perfekt sehen, wo der Hall Material abträgt und wo man vielleicht noch nachbessern muss. Das Messer dann auf der gewünschten Seite der Schleiflehre anbringen und mit dem Einschleifen beginnen. Große Messer berühren die Unterlage beim Schleifen, kleine Messer dagegen so platzieren, dass die Klinge noch etwas über die Schleiflehre ragt. Während des Einschleifvorgangs empfehle ich etwas mehr Druck als normal, um schneller an das gewünschte Ergebnis zu kommen. Hall bietet für das schnellere Einschleifen außerdem noch eine grobe Schleifscheibe an. Für den Anfang haben sich 6 bis 10 Minuten zum Einschleifen pro Seite als ideal herausgestellt. Je nach Messerstahl, Klingenform und Länge können es aber auch mal 15 Minuten pro Seite sein. Nach dem Schleifen immer kurz mit der Keramikseite abziehen und das Messer um 180 Grad drehen und wieder 6 bis 10 Minuten schleifen. Eine kurze Kontrolle der Edding-Markierung und den Vorgang so lange wiederholen, bis ein Großteil der Schneide von der Farbe des Eddings befreit ist. Das ist besonders wichtig, um später auch eine gute Schärfe zu erhalten, da ihr sonst im weiteren Verlauf nur versucht, die alte Schneide wieder scharf zu bekommen. Im hinteren Bereich der Schneide empfiehlt es sich bei Bedarf, einige kleine Schleifzüge extra zu schleifen, da hier der Druck in der normalen vollständigen Schleifbewegung niedriger ist. Das gleiche gilt auch für den vorderen Teil.
Nach dem Einschleifen beginnt der Verfeinerungsprozess mit der Keramikseite. Hier ist es wichtig, dass man sich die Schneide und die Schneidphase öfter anschaut, sie ins Licht hält und den Grat mit dem Daumen ertastet. Ab und zu die Schneide am Fingernagel abziehen und dann immer im Wechsel mit leichtem Druck 2 bis 4 Minuten abziehen, bis das Abziehgeräusch immer feiner wird und auf beiden Seiten kein Grat mehr zu ertasten ist. Danach das Messer noch einige Male auf beiden Seiten mit dem Leder abziehen. Bei Bedarf kann auch noch etwas Polierpaste hinzugefügt werden. Kratzer auf dem Leder oder Schleifen deutet auf eine nicht richtig abgezogene Schneide hin. Im Anschluss die Schärfe am Arm oder an einem Papier testen und das hoffentlich mit einem guten Ergebnis. Sollte das Ergebnis nicht stimmen, dann schau dir jetzt mein Fazit mit einigen Tipps und Tricks an. So Freunde, jetzt gibt's mal das Fazit zum Hall 2. Ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich beide Meinungen verstehen kann. Also sowohl die positiven als auch die negativen. Und die negativen Meinungen über den Hall 2 kann ich deswegen verstehen, weil ich finde, dass die Anleitung des Hall 2 nicht ideal ist, um auch einem Anfänger die Bedienung richtig zu erklären. Ein großer Fehler oder ich sag mal eine fehlende Info ist einfach in der Anleitung, dass das Einschleifen der wichtigste Punkt ist. Also das fehlt für mich in der Anleitung, dass das da drin steht. Es steht natürlich drin, dass man mit der Filzstifttechnik arbeiten soll und dass das Einschleifen einige Minuten dauern kann. Es steht aber nicht drin, dass das Einschleifen auch 20 Minuten dauern kann pro Seite oder 15 bis 20 Minuten pro Seite. Und es steht nicht drin explizit, dass wenn man das Messer nicht richtig einschleift, dass auch die Schärfe dann nicht so sein wird wie versprochen. Und ich glaube, da liegt der Fehler und da liegt das Problem, warum es einige Meinungen gibt, die sagen, dass der Hall 2 nicht gut ist. Und deswegen sage ich, dass ich die negativen Meinungen verstehen kann, weil ich fand, als ich den Hall 2 benutzt habe das erste Mal und mir die Anleitung angeschaut habe, war das einfach nicht für mich sofort ersichtlich, wie wichtig dieses Einschleifen ist. Also das nur dazu und deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen und ich hoffe, dass dieses Video hier ein bisschen Aufklärungsarbeit bringt, dass auch die Nutzer, die nicht zufrieden sind bis jetzt, dann spätestens jetzt mit ihrem Hall 2 oder mit ihren Hall-Produkten zufrieden sind. Ihr merkt, ich finde das Ding gut. Ich finde den Hall 2, Entschuldigung, wirklich sehr gut, denn alle Messer, die hier vorne liegen, habe ich rasierscharf bekommen. Das Schärfste, was ich habe, ist hier das CRKT. Das ist brutal. Da kann man sich wirklich mit einem Zug den Arm rasieren. Richtig heftig. Das Böker, das kleine hier, ist auch sehr scharf geworden. Ich brauche schon ein bisschen, das sieht dann wieder aus, ein paar Tage ohne Haare am Arm. Aber egal, hier. Mal eben ein Haarbüschel abrasiert. Alles mit dem Hall 2 geschliffen. Also ihr seht's. Und die Messerform auch verschieden. Hier das kleine Laguiole, auch rasierscharf, kann ich euch auch gerne noch zeigen. Nehmen wir mal hier die Seite. Ja, da fallen auch die Haare ab. Und das ist so klein, dass es sich relativ schwierig schleifen lässt. Aber es ist möglich gewesen, habe ich auch sehr scharf bekommen. Was ich damit sagen möchte, ich habe bewusst so viele Messer und Klingen geschliffen, damit ich einfach auch klar machen kann hier in dem Video, dass der Hall 2 funktioniert und einen guten Job leistet. Und dass die negativen Kommentare oder Meinungen dazu nicht wirklich gerechtfertigt sind, denn es sind dann weitestgehend Anwendungsfehler. Aber wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, weil die Anleitung in meinen Augen das nicht abdeckt und nicht klar macht, wie wichtig das ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Das Wichtigste ist bei dem Hall 2, damit er funktioniert, die Filzstifttechnik bzw. mit dem Edding markieren, dann das Einschleifen und gleichmäßig arbeiten beim Einschlafen. Das Einschleifen ist auch sehr wichtig. Also 8 Minuten rechts, 8 Minuten links, einen Timer stellen und dann Stoppuhr. Und hier ist es auch wichtig zu beachten, wenn ihr das Messer dann eingespannt habt, kann es sein, dass ihr mit einer Seite stärker arbeitet als mit der anderen. Und da ist dann auch wichtig zu beobachten, welche davon die stärkere ist. Es gibt es auch beim Nassschleifstand, da arbeiten die meisten irgendwie 70-30 oder 60-40.
Und das kann natürlich hier auch beim Hall 2 passieren. Deswegen einfach beobachten und das Ganze dann anpassen, indem man auf der schwächeren Seite vielleicht ein bisschen länger schleift. Und mit der Zeit braucht ihr sowieso keine Stoppuhr oder Timer mehr, weil ihr dann den Hall 2 sehr gut bedienen könnt. Ihr habt dann einfach irgendwann ein Gefühl, so wie ich. Also ich mache mir keinen Timer mehr an. Ich schaue mir einfach die Klinge an und habe das dann irgendwann im Gefühl, wie lange ich noch schleifen muss. Und ja, das nur dazu. Also Filzstifttechnik, ordentliches Einschleifen, gleichmäßig arbeiten. Wichtig auch, ordentlich in Graten, also das Messer auch mal abnehmen, mal drüber gehen, ah, wo ist der Grat, wie sitzt da, abziehen, mal mit dem Tuch drüber gehen, auch mal hier mit dem Messer den Daumen entlang fahren, dann spürt man das nochmal richtig, wo nachgebessert werden muss. Und ja, wenn man dann einfach einen Blick und ein Gefühl für das Messer bekommt und aber auch für den Hall, man hört beim Hall auch, wo dann es immer feiner wird, wo es noch relativ kratzig ist oder rau, dann weiß man da ungefähr, dass es da noch ein bisschen verfeinert werden muss. Und mit der Zeit bekommt man dann einfach mit der Arbeit ein Gefühl für den Hall und auch das Messer. Und dann kriegt man sehr, sehr gute Ergebnisse damit hin. Und ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Was gibt es noch zu sagen? Der Hall oder die Schleiflehre hier von Hall hat eine 15 Grad und 20 Grad Seite. Und wenn ihr allerdings nochmal einen anderen Winkel braucht, dann könnt ihr auch hier was unterlegen, zum Beispiel so. Das Abziehleder hat eine Höhe von 5 mm. Das ergibt dann wiederum pro Millimeter einen Grad, pro 1,5 mm einen Grad. Also kommen wir dann hier auf ca. 17 bis 18 Grad Schleifwinkel. Also nur das für die Leute, die da vielleicht sich einen anderen Schleifwinkel wünschen. Das könnt ihr dann so euch zurecht machen. Insgesamt hätte ich es aber gut gefunden, wenn die Schleiflehre noch ein bisschen modularer ist, dass man sie vielleicht halbieren kann, damit hier so ein kleines Laguiole dann auch besser hält und man die Front oder die vordere Klingen, den vorderen Klingenbereich besser schleifen kann und vielleicht auch nochmal längs halbieren, dass man sich das so ein bisschen zusammenstecken könnte, um das ideal an das Messer anzupassen. Das würde ich gut finden, wenn das in der Zukunft so designt wird. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ich finde auf jeden Fall, dass das Einschleifen mit dem mitgelieferten Diamantschleifstein ein bisschen zu lange dauert. Also es gibt Messer, da dauert es sehr lange. Bei welchen Messern hat es am längsten gedauert? Bei dem hier 14 Minuten pro Seite. Bei dem CRKT waren es, glaube ich, 18 Minuten pro Seite. Und das ist schon eine Menge Zeit. Es gibt eine grobe Schleifscheibe dazu. Kostet nochmal extra. Hätte ich gut gefunden, wenn sie dabei ist, dass man da einfach ein bisschen zügiger vorankommt. Aber insgesamt passt es auf jeden Fall. Ihr kriegt alle Messer scharf. Auch was den Kosten-Nutzen-Faktor angeht. Wenn ihr jetzt alle eure Messer zum Schleifer bringt, dann ist es auch relativ teuer. Und was auch viele nicht beachten, es muss sich ja nicht jeder von euch einen Hall kaufen. Wenn es euch zu teuer ist, so ein einzelner, dann könnt ihr natürlich sagen, ey komm, wir kaufen uns einen Hall zu dritt. Und dann schleift ihr euch dann die Messer. Und das ist ja auch in Ordnung und dann finde ich die Kosten auf jeden Fall in Ordnung, denn auf lange Sicht gesehen wird der Hall 2 auf jeden Fall jetzt immer meine Messer scharf machen und das funktioniert einwandfrei. Die sind jetzt alle eingeschliffen, ich ziehe die kurz ab und dann sind sie wieder scharf und das finde ich gut und dafür finde ich den Preis für ein Made in Germany Produkt auf jeden Fall in Ordnung. Kommt aus dem Schwarzwald und ja. Sonst sagen ja auch immer alle, support your locals und jetzt ist das Ding auf einmal zu teuer. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, ich sehe das anders. Ich finde den jetzt nicht so teuer. Natürlich gibt es Alternativen aus China und bei Amazon, aber hier habt ihr ein Produkt aus Deutschland und aus dem Schwarzwald und das kann man ja auch mal unterstützen. Aber das ist auch Geschmackssache, Ansichtssache, jeder wie er möchte. Also Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht mit dem Hall, dann lasst mich das gerne wissen und ja, ich melde mich ab, Freunde. Bis dahin, ciao, macht's gut.